Ohne Laptop geht Asma Khibi nicht aus dem Haus. Die Journalistin arbeitet in Tunis für die junge Nachrichtenagentur Tunisia Live. Das ehrgeizige Ziel, sie will Nachrichten liefern, gut recherchiert, überprüfbar und ausgewogen. Das hat in Tunesien keine Tradition. Vor der Revolution hatten wir hier nur linientreuen Journalismus, nur regierungstreue Zeitungen, mit der die Mächtigen Propaganda machten. Wir wollen jetzt eine andere Art von Journalismus etablieren. Ihre Arbeit führt sie täglich an geschichtsträchtige Orte. Über Blogs und soziale Netzwerke koordiniert, versammelten sich hier 2011 die Demonstranten und verjagten mitten in der Hauptstadt ihren Diktator. Asma Khibi kann es bis heute noch nicht so richtig glauben. Die Demonstration vom 14. Januar startete in dieser Straße, der Mohammed Ali Straße. Sie führte hier lang. Dort stand das Militär. Die Menge ging in diese Richtung und erreichte die Armee. Die Demonstranten grüßten die Soldaten. Manche riefen sogar, mach mit, begleite uns, das geht uns alle an. Die Demonstranten zogen weiter und immer wieder waren Slogans zu hören. Tritt zurück, Ben Ali. Und alle wussten, wenn wir das Innenministerium erreichen, ist das System am Ende. Die Redaktion von Tunisia Live. Hier arbeiten viele Netzaktivisten, die am Umsturz beteiligt waren. Aber auch englischsprachige Ausländer sind im Team. Nach wie vor ist das Internet ihre Plattform. Viele tunesische Medien werden noch immer von Gefolgsleuten des alten Regimes beeinflusst. Die Agentur will das ändern. Aber sie wendet sich nicht nur an das tunesische Publikum. Sie möchte auch das Ausland erreichen. Die Idee hinter Tunisia Live war, die englischsprachige Welt anzusprechen und sie zu informieren, was in Tunesien heute passiert. So fing alles an. Tunisia Live begann im April 2011 mit einer Facebook-Seite. Abnehmer sind heute Nachrichtenredaktionen und TV-Sender in Europa und Nordamerika. Vor kurzem ist eine eigene Webseite hinzugekommen, doch die Recherche ist oft schwierig. Wir hatten viele Fälle, in denen uns der Zutritt verweigert wurde. Viele Fälle, in denen wir Fotos löschen mussten. Oder in denen Polizisten uns bedrohten, weil wir sie filmten, wie sie Demonstranten schlugen. So etwas passiert oft. Seit der Revolution ist Tunesien ein Land im Umbruch. Offiziell herrscht Meinungs- und Pressefreiheit. Doch diese Rechte sind für viele Tunesier neu. Und einige Bürger fürchten, dass sie wieder zurückgenommen werden könnten. Bei den ersten freien Wahlen erreichte die islamische Partei Ennahda die Mehrheit. Offiziell stellt sie die Errungenschaften der Revolution nicht in Frage, aber viele ihrer Gesetzesinitiativen zielen darauf ab, bürgerliche Rechte wieder einzuschränken. Asma Khibi ist sich trotz all dem sicher, ihr Land hat eine demokratische Zukunft. Hier leben fortschrittlich denkende Menschen, hier leben Konservative. Hier leben Moslems, hier leben Juden. Wir glauben, dass diese Vielfalt Tunesien so einzigartig macht. Und das wollen wir erhalten. Shift Minds, Respekt.